Hallo und herzlich willkommen zurück zu Whispering Willow. Und sie ist noch ganz verängstigt. Wir sind aus den Katakomben entkommen in der letzten Folge und laufen gegen einen Busch, wo wir nicht weiterkommen. So, oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Ich bin jetzt hier schon total paranoid bei jedem Geräusch, was ich hier höre. Was für ein schöner alter Springbrunnen. Ich bin überrascht, dass er noch funktioniert. Da können wir rein. Ach, das ist ein Garten. Okay. Die Tür können wir nicht öffnen. Aber irgendwo hier ist ein Geist. Hast du die weißen Männer gesehen? Ich sammle Blumen für sie. Flying Hawk sagt, wir sollten friedlich sein. Okay. Schauen wir uns hier auf jeden Fall erstmal noch um. Das Holz ist so abgenutzt. Und schon haben wir den Eimer in der Hand. Sehr schön. Ich habe noch keine Zeit, mich auszuruhen. Nee, du solltest so eigentlich die Notiz aufheben. Ich wurde als Hausmeister in der Willows Villa hier in der Stadt angestellt. Es ist keine ideale Arbeitssituation. Aber zumindest ist es fürs Erste ein Einkommen. Es sollte für mich sowieso nur vorübergehend sein. Aber ich kann nicht arbeitslos bleiben, wenn ich eine Familie zu versorgen habe. Ich muss sicherstellen, dass ich Elena auf eine gute Schule schicken kann. Oh, und ihr die Sachen kaufen kann, die sie braucht. Ich hatte eigentlich wirklich Glück, diese Gelegenheit zu bekommen. Der alte Hausmeister hat plötzlich genug von diesem Ort, nach mehr als 30 Jahren. Er hat auf der Stelle gekündigt. Es war ein Sofortangebot. Ich habe nicht viel Erfahrung in solchen Dingen, außer vom Landschaftsgärtnern, als ich 17 war oder so. Aber sie haben jemanden gebraucht und es scheint, als wäre ich dieser jemand. Okay, John Elkhorn, das ist also unser Vater gewesen, der das geschrieben hat. Ja, dann würde ich sagen, verlassen wir mal den Garten. In der Hoffnung, da vielleicht auch irgendwo noch einen Schlüssel zu finden oder so. Okay, da können wir noch rein. Drücke hoch, runter. Achso, um die Treppe zu benutzen. Okay, Gasthaus, das ist immer schlecht. Da könnten Geister sein. Die Tür war offen. Hier ist auch nochmal ein Geist drin. Aber wir lesen uns das erstmal hier durch. Neue Notiz. Es ist viele Jahre her, seit mich der große Weißkopfseeadler zum ersten Mal besucht hat. Sein Besuch ist immer ein Zeichen. Ich muss sehr vorsichtig sein, um die Bedeutung meiner Vision zu entziffern. Das Gefühl in meinem Magen warnt mich vor dem, was passieren könnte, wenn ich es nicht bin. Ich bin noch einmal mit dem großen Weißkopfseeadler geflogen, aber dieses Mal hat er mir nicht gezeigt, was es war oder was es sein wird. Nein, stattdessen hat er mir gezeigt, was schon ist. Wir reisen gehen Osten über das Land, wo die weißen Menschen in ihren geschäftigten Städten ihr beschäftigtes Leben führen. Sie sind von der Präsenz des großen Geistes abgeschnitten und werden von einem anderen Gott regiert, einen, der ihr Schicksal bestimmt. Ich konnte die Ausbreitung dieser Menschen sehen. Wie eine Krankheit wachsen sie und breiten sich aus. Ich sah Wege vor ihnen, die vor Feuer und Gold brannten und in den Augen der Männer schimmerten und sie waren davon hingerissen. Es ist ihr Schicksal, sie in den Feuern sahen. Moment. Ja, man kann es nicht ganz lesen, leider. Wahrscheinlich ist es ihr Schicksal, dass sie in den Feuern sahen. Das, wonach sich diese weißen Männer sehen. Reichtümer suchen diese Menschen, aber sie werden nur Unruhe und Tod finden. Ich erwachte brutal aus meiner Trance. Meine Decken waren in Schweiß gebadet. Wir müssen uns auf ihr Kommen vorbereiten. Wir müssen das Heilmittel für ihre kranken Seelen finden. Wenn nicht wir, wer dann? Die Pflicht fällt auf mein Volk, denn wir sind diejenigen, denen der Weg gezeigt wurde. Wir müssen unsere Lebensweise schützen, nicht mit Gewalt, sondern durch eine Verbindung mit der Natur und miteinander. Das war jetzt gar nicht gut, dass ich jetzt hier was höre. Hallöchen, junge Dame. Lass mich dir eine Melodie spielen, die so schön ist wie du. Nein, das ist es nicht.
Ich muss mich entschuldigen, junge Dame. Ich kann mich nicht erinnern, wie sie geht. Und ich habe mein Notenblatt auch nicht. Wenn du mein Notenblatt finden kannst, würde ich dir gerne ein Lied singen. Okay. Ein Notenblatt also. Das können wir aber nicht zufällig hier... Nee. Mal schauen, was wir hier noch so finden. Da geht's... Da können wir nichts machen. Da können wir durch die Tür gehen. Da könnten wir theoretisch... Ah, jetzt. Nein, du sollst einfach nur nach rechts gehen. So. Da könnten wir durch. Die klemmt. Nehmen wir erstmal... Die klemmt auch, oder? Ja. Na gut, gehen wir erstmal unten rum. Wobei das ein bisschen seltsam ist, dass da eine Tür ist, aber... Wenn dem so ist, ne? Achso, das ist gar keine Tür. Kommt wieder was? Hier können wir nichts machen. Oh, Moment. Das war doch... Ich gehe aber mal ein bisschen weiter weg, damit es mal leise ist beim Lesen. Endlich kommen sie. Es wurde mir vor Jahren vorausgesagt, aber die Visionen sind mir noch frisch im Gedächtnis. Wir haben von Stämmen, mit denen wir handeln, gehört, dass der weiße Mann auf dem Weg ist. Ihre Expeditionen in den Westen sind gekommen und gegangen und sie finden diesen Ort interessant. Die anderen Stämme bringen Nachrichten aus dem Osten. Was wir gehört haben, lässt nichts Gutes an. Aber es bestimmt mit dem, was der große Weißkopfseeadler mir gezeigt hat, überein. Wir haben gehört, dass der weiße Mann gewalttätig ist, dass er wahllos für Gewinn und zum Vergnügen tötet, ungeachtet der Gesetze seines Gottes. Wir müssen den weißen Männern nun mehr denn je zeigen, dass wir in Frieden zusammenleben können. Wir sind alle Geschöpfe dieser Erde und diese haben wir gemeinsam. Wir werden sie wie Brüder von uns akzeptieren. Ja, hier hatte ich jetzt noch nicht mit jemandem gesprochen, ne? So viele abgeschlachtet. All diese Ureinwohner und ihr Blut an unseren Händen. Wir sind verdammt. Verdammt, sage ich. Unsere Seelen sind in der Hölle verdammt. Das ist ja nicht besonders aufschlussreich hier. Da können wir noch durch. Was für ein verrückter Herd. Wieso ist der verrückt? Ich bitte um Details. Hallo? Ach, Moment. Hier gehe ich... War hier hinten nicht noch eine Tür? Ach nee, da kamen wir nicht weiter. Okay. Wir können auch hier nirgendwo... Das sieht so komisch aus da oben, als ob wir da vorbei könnten. Was für ein verrückter Herd. Da können wir auch nichts mehr machen, oder? Nee. Okay. Oben ist alles abgeschlossen. Wir brauchen hier ein Notenblatt. Können wir hier nochmal durch die Tür gehen? Da kommen wir nicht rüber, ne? Ja. Ah, hier ist nochmal was zum Lesen. All mein Beten, all meine Hingabe hat nichts gebracht, um Martha zu retten. Ich habe nicht mal die Ressourcen, um mir einen richtigen Sarg zu bauen. Gott hat uns beide wirklich verlassen. Ich konnte sie nicht einfach dort in der öden Prärie für die Ratten und Maden zurücklassen. Nein, ich werde sie auch jetzt noch schützen, sogar im Tod. Wir würden uns ein Haus in der Wildnis des Westens bauen. Sie wird mit uns kommen und sie wird nicht beerdigt, bis ich einen geeigneten Platz für sie gefunden habe. Wenn jemand es wagt, meiner Entscheidung zu widersprechen, Martha mitzunehmen, egal weswegen, werde ich denjenigen augenblicklich erschießen. Das heißt, er hat jetzt alle hier erschossen, oder? Man weiß es ja nicht. Ich glaube, ich würde darin nur noch dreckiger werden. Ja, das stimmt. Kannst ja mal versuchen, auf Toilette zu gehen. Na gut. Obwohl, Moment, ich gucke nochmal kurz. Da war rechts auch nichts, wo man... Nee, da war nichts, wo man durchfliegen kann. Okay. Das hilft uns jetzt alles nicht wirklich weiter. Wir gehen jetzt erstmal hier rechts runter.
Vorderseite der Villa. Aber da sind wir hergekommen, oder? Nee, das ist der Garten. Ja, dann gehen wir doch mal kurz zur Vorderseite der Villa. Okay, sie guckt nach links, also gehe ich jetzt erstmal nach rechts. Immer erstmal was anderes machen. Ich frage mich, wie dieser Ort zu seiner Blütezeit ausgesehen hat. Ah, sehr schön. Ich bin letzte Woche in Kalifornien angekommen und ich konnte glücklicherweise bereits Arbeit für mich finden. Ich bin eine Tänzerin im hiesigen Salon. Es ist nicht das glamouröse Leben, das ich mir vorgestellt hatte. Aber es ist etwas und das ist alles, was ich fürs Erste brauche. Der Saloon beherbergt in seinen Wänden auch ein Bordell. Aber ich könnte nie Zuflucht in solch einem Gewerbe suchen. Der Großteil der Stadt gehört einem Mann namens Wortham Willows. Ich habe diesen Mann noch nicht gesehen, aber sein Name ist jeden hier geläufig. Ihm gehört sogar der Saloon, wo ich arbeite. Es gibt Gerüchte über ihn. Ein paar gute, ein paar schlechte. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Fleur de Rue, okay. Hallo? Ist da noch was? Oh, jetzt kann man da auch noch reingehen. Guck. Oh. Da geht's noch mal weiter. Oh Gott, wie großläufig ist das denn hier? Wow. Du meine Güte, es ist in letzter Zeit ziemlich kühl. Bitte, nehmt meinen Mantel. Eine Dame wie ihr solltet nicht frieren. Aber nein, was für ein Gentleman. Ich danke euch gütig, Sir. Oh, ich versichere euch, Miss, das Vergnügen ist ganz meinerseits. Aha. Okay. Rückseite der Villa. Achso, dann waren wir jetzt auf der Vorderseite, ne? Ein Eimer befestigen. Oh, ich wusste es. Jetzt können wir auch noch in den Brunnen klettern. Oh, was können wir denn noch alles machen hier? Flying Hawk denkt, dass sein Körper irgendwo im Gästehaus ist. Ich sollte besser dort nachsehen. Im Gästehaus. Das ist die Rückseite der Villa. Ich gehe jetzt erstmal zur Rückseite. Gucken. Da ist was. Da könnten wir noch rein. Hier ist auch was. Ich gucke nochmal eben hier links. Da können wir auch wieder irgendwo rein. Aber das ist für einen Garten. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Moment. Vorderseite der Villa. Ach so, das ist das, wo ich sowieso dann nachher noch hin wollte. Ja gut, dann haben wir uns zumindest schon mal einen Weg gespart. Jetzt wird es aber gerade total unübersichtlich, ehrlich gesagt. Der junge Markus wünscht mich hier zu besuchen. Aber ich habe meinen Wohnsitz in einem kargen Bauernhof, das ich in Auftrag gegeben habe. Ich möchte nicht, dass er sieht, in was für einer Hütte ich lebe. Aber meine Mittel erlauben mir jetzt, bequemer zu leben. Und so habe ich beschlossen, eine Villa zu bauen, die zu meinem steigenden Wohlstand und Status passt. Während mein Reichtum wächst, sollen auch meine Villa und die Extravaganz des Grundstücks wachsen. Mein uriges Bauernhof soll in ein Gästehaus umgebaut werden. Da ich vorhabe, als Gastgeber auf dieser Seite des Landes berühmt zu werden. Ich hoffe bereits viel auf Vordermann gebracht zu haben, wenn er ankommt, sodass wir genügend Zeit miteinander verbringen können. Er hat mich in seinen Briefen informiert, wie sehr er gewachsen ist, und ich kann es wirklich nicht erwarten, den Jungen zu sehen. Es ist viel zu lange her. Ich freue mich, ihn zu sehen und einen Einblick in das zu bekommen, was er von seiner Mutter hat. Die Augen? Man weiß es nicht. Ich wünschte, ich hätte etwas, um die Reben zu zerschneiden. Okay. Da war ich eben noch nicht, ne? Hallöchen. Unteroffizier Holmes. Ich habe versucht, meinem Mädchen das alte Haus Willows Gewächshaus zu zeigen. Aber ich hatte nichts, um die Reben zu zerschneiden. So, falsch. Ja, haben wir immer noch nicht übrigens nebenbei bemerkt. Die Sternwarte, okay. Gucken wir erstmal hier. Da haben wir noch was. Ich glaube, wir haben einen günstigen Standort für unser neues Zuhause gefunden. Eine grüne Lichtung, umgeben von Flüssen voller Fische und einer Fülle an Wild.
Eine Komplikation besteht jedoch. Die Lichtung ist die Heimat von einem Stamm von Wilden, genannt Quantaco. Ich habe gehört, dass sie ein friedliches Volk sind, aber es widerstrebt mir zu glauben, dass die Wilden, die weder Regierung noch Gesetze haben, irgendeine Art Zivilisierung in ihren primitiven Gehirnen kennen. Aber ich werde meinen Teil als Mitglied der überlegenen Rasse tun und ihnen den Anstand vermitteln, mit dem ich aufgezogen wurde. Ich werde so tun, als wäre ich bei einem Geschäftstreffen mit einem anderen kultivierten Gentleman. Das klingt aber sehr eingebildet, bin ich mal ganz ehrlich. Kann man sich nicht angucken hier. Dann gehen wir halt hoch. Da kann man nichts mehr machen. Nein. Soll es einfach oben weitergehen. Okay, hier ist noch ein Geist. Ich muss offen gestehen, ich bin schockiert. Es kommt mir vor, als hätte ich bereits eine Ewigkeit auf mein Geschäftstreffen mit Mr. Willows gewartet. Die Sonne hier ist so hell und warm. Ich könnte einfach ein Nickerchen machen. Oh, warum drücke ich immer die andere Taste? Mann. Aber hier das Ding kann man nicht benutzen. Ach so, Moment. Oder können wir vielleicht... Weil es ja sehr hoch ist hier. Nee. Können wir aber so nichts machen. Na gut. Dann hat uns das jetzt auch nicht allzu viel gebracht. Ich meine, gut, sie hat ja gesagt, was hat sie gesagt? Im Gästehaus oder in der Villa? Sollen wir nachgucken. Nicht in der Sternwarte. Vorderseite der Villa. Moment, kam mir da jetzt eben raus? Ja, ne? Das ist der Brunnen. Dann haben wir den Teil, glaube ich, komplett. Das heißt, hier waren wir aber noch nicht drin. Hier waren hier nicht die zwei Leute da? Ja, genau. Okay. Es wäre besser, wenn die weg wären, wenn man die einmal gemacht hat. Das wäre irgendwie effektiver. Nein, ich muss zuerst Flying Hawk helfen, seinen Körper zu finden. Ja, toll. Ich wollte doch eigentlich in den Brunnen hinabsteigen. Nee, da war ich schon. Das hatte ich schon. Rückseite der Villa. Und hier sind wir... Geräteschuppen. Da waren wir noch nicht drin. Nee, das ist jetzt doch rechts. Ich habe Geschichten von meinen Großeltern über diesen Ort gehört, als ich klein war. Und wir haben in der Schule im Geschichtsunterricht davon gehört. Aber ich wusste nie, wem ich glauben sollte. Die Geschichten von meiner Familie erzählten von einer dunklen Vergangenheit über brutalen Völkermord und menschenverachtender Versklavung von unseren Vorfahren, den Quantaco-Ureinwohnern. Die Geschichte, die ich in der Schule gehört habe, war ganz anders. Wortham Willows, der Urahn von diesem Ort, wurde als unabhängiger, vermögender Manager dargestellt, unter dem die Stadt erblühte. Die Sache ist, dass ich Beweise für beide Seiten sehen kann und die Beweise sind auf diesem Grundstück verteilt. Also die Geschichte, die man in den Schulen lernt, ist meistens nicht ganz die Geschichte, die wirklich so passiert ist. Von daher gehe ich von der Versklavung aus. Eine Schaufel. Wow, sieh sich diese eine Schaufel an. Genau, ich kann auch kein Deutsch mehr. Also man soll sich die Schaufel ansehen, so. ist jetzt nur die Frage, wo soll ich denn hier rumgraben? Gibt es da irgendwas? Den Garten vielleicht? Moment, komme ich jetzt hier? Das ist die Rückseite der Villa. Dann sind wir aber doch eigentlich... Nee, hier kommen wir wieder zum Garten. Kann ich damit vielleicht was aufbrechen oder so? Also das anscheinend nicht, schade. Aber ich habe so ja auch nichts gefunden. Ich habe jetzt... Okay. Warum spielt der Flöte, wenn ich hier bin? Das ist etwas skurril gerade. Springbrunnen. Kann ich aber auch nichts machen. Okay. Ich würde eigentlich gerne noch ein Loch schaufeln, bevor ich... Könnten wir in den Katakomben vielleicht ein Loch schaufeln? Müssen wir da wieder zurück? Weil im Endeffekt muss ja da sein Körper sein.
Das wäre noch eine Option. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut. Und dass wir dann in der nächsten Folge tatsächlich mal bei den Katakomben nachschauen. Wir haben jetzt die, ja, den Anhänger. Die anderen Sachen interessieren uns jetzt nicht so. Kann man die auswählen? Hier. Ich fühle mich sicher mit ihm an meiner Seite, ja. Sie ist noch voller Erde. Also ich würde sagen, wir gucken tatsächlich nochmal in den Katakomben nach in der nächsten Folge, ob wir da vielleicht irgendwo irgendwas ausbuddeln können. Ich habe nichts gesehen, was man direkt anwählen konnte, aber vielleicht ist da ja jetzt im Nachhinein irgendwas, das weiß ich natürlich nicht. Deswegen machen wir hier erstmal einen kleinen Cut, gucken dann in den Katakomben in der nächsten Folge nach und ja, ich freue mich ehrlich gesagt irgendwie schon total drauf. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.